Hey ihr, da bin ich wieder. Und nachdem wir gestern schon die 100 Jahre, nicht 100 Jahre, die 100. Edition der Lucius hatten, haben wir heute die, keine Ahnung, wie vielte Edition der Get Digital. Da habe ich dann keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, was länger existiert. Get Digital oder die Lucius. Ich weiß es nicht. Ja? Ist mir aber auch vollkommen egal. Hauptsache, auch hier sind, wie gestern in der Lucius, ich fand die Sachen toll. Bei Facebook in der Lucius Looters Gruppe. Da wurde schon, jetzt nicht beschwert, aber gut, ein paar Leute, die fanden halt die Box nicht gut. Ist ja auch vollkommen okay, ja. Muss ja nicht für jeden was sein, aber ein Kommentar, der war da wirklich, da muss ich sagen, habe ich gestern ganz drüber nachgedacht. Für eine Jubiläumsausgabe hätte man schon ein bisschen mehr machen können, als einfach nur ins Heft zu schreiben, hey, wir haben ein Jubiläum. Hätte man schon irgendwie irgendwas als Item auch noch dann da reinpacken können. Das haben sie echt leider verpasst. Na gut, vielleicht bei der Ausgabe 150. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es so lange die Lucius gibt, noch gehen wird. Aber darum geht es heute nicht. Es geht heute um die Get Digital. Da steht es noch einmal. Und wir fangen direkt an und ich sehe schon das T-Shirt und ich fühle es ja auch. Und oh, die Box ist übrigens schwer. Ja? Steht es noch irgendwo drauf oder habe ich schon weggemacht? Nee, habe ich schon weggemacht. Ja? Die ist schwerer als die Lucius gestern. Und was haben wir denn hier? wird immer 10 Jahre zuvor gewesen sein, irgendwie so, ja? Kennt ihr vielleicht, beziehungsweise die schon ein bisschen älter sind, ich hab das mit dem Jahr 2000. Das kommt für mich noch gar nicht, 22 Jahre lang her, sondern ist es viel, viel kürzer. Und gut, 1990 ist dann natürlich dann noch ein bisschen länger. Da war ich erstmal 4 Jahre alt, 1990. Und ich muss hier aufpassen, hier steht nämlich noch meine Cola-Flasche. Warum ist das so? Wieso rechnet man so komisch im Kopf, obwohl man eigentlich ja gar nicht so doof ist, aber trotzdem rechnet man irgendwie im Kopf immer falsch, beziehungsweise hat ein falsches Gefühl von Zeit, sage ich mal. Ja? Keine Ahnung, warum das so ist, vielleicht kann man das hier irgendwie erklären. Das haben wir hier unseren kleinen Beutel hier. Das sind immer nur irgendwelche kleine Krimskrams drin. Und auch manchmal aufpassen, dass ich auch hier alles raushol. Das ist ein Sticker. Science doesn't care what you believe. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das hänge ich mir, glaube ich, irgendwie auf der Arbeit auf meinen Helm. Da haben wir ein paar komische Leute. Und dann haben wir hier ein Bursting Berry Lutscher. Den werde ich jetzt halt nicht essen. Eigentlich ist hier doch noch immer ein Pin drin, aber diesmal nicht. Vielleicht ist er ja irgendwo anders. Ja? So, machen wir mal hier weiter. Jetzt habe ich hier etwas Kleines. Irgendwas von Doctor Who. Ja, das ist die TARDIS. So viel weiß ich. Ich habe aber Doctor Who nie gesehen. Und jeder sagt, du musst Doctor Who gucken. Ah, ich komme aber irgendwie nicht dazu, weil ich es immer wieder vergesse. Immer so, ah ja, Doctor Who, das hört ihr dann immer erst dann ein, wenn ich irgendwas von Doctor Who in diesen Boxen hier auspacke. Oder wenn mir jemand sagt, du musst Doctor Who gucken. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Was ist noch was drin? Nee, das ist nur Verpackungsmaterial. Was ist das denn hier? Oh, da habe ich jetzt gerade keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Ein kleines Glöckchen, was aber nicht bimmelt. Was steht denn hier drauf? Fieses, are you, was? Are you ghouly? Und natürlich auf der anderen Seite auch, ich kann mit nichts anfangen. Was steht hier? Das ist einfach nur Made in China. Dr. Who. Kann da jemand von euch was damit anfangen? Was ist das? Ist es runtergefallen. Aber es ist ganz, ganz geblieben. Hochwertiges Material. Es ist irgendwie so ein kleines Glöckchen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Okay, machen wir mal hier weiter. Vielleicht kommt noch mal was raus. Ah, was? Mag ich jetzt schon nicht. Oder? Ah, vielleicht doch. Guck mal hier. Ich dachte erst, das ist eine blöde Tasse. Aber es ist ein Humpen. Ein Humpen geht immer. Ich habe bisher nur 2 Humpen, ja? Und das hier ist ein Humpen. Ich dachte erst, es ist von, wie heißt es mal, von Herr der Ringe. Ist es aber gar nicht. Sprich Prost und trink ein, steht hier drauf. Oh, ich weiß gar nicht, das darf mir nicht in die Schule fallen. Ob ihr das lesen könnt jetzt. Hier, das ist dieses Tor, was verschlossen ist zu den Minen von Moria. Und da steht dann auf Elbisch drauf, sprich Freund und tritt ein. Und dann sagt er nochmal, was heißt das mal? Das elbische Wort für Freund. Elmor? Irgendwie so, ja, keine Ahnung, ja. Und hier steht halt drauf, das hab ich wieder vergessen. Sprich Prost und trink ein, ja.
Das finde ich lustig. Und jetzt mal ohne Mist, das liegt hier einfach lose im Karton rum. Finde ich auf der einen Seite gut, weil man Verpackungsmaterial spart. Auf der anderen Seite mutig. Ja. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Hier ist noch was Kleines. Warum ist man dann das hier raus? Was haben wir hier? Captain America auf Koks. Oder, nee, wie ist das? Was noch schlimmer ist? Heroin? Nee. Mess. Auf Mess. Also, ihr seht es gleich, wenn ich euch das Gesicht zeige von dem Typen hier. Der sieht ja schlimm aus. Kommst du raus hier? Ich könnte natürlich auch die Verpackung richtig aufmachen. Ei. Ich will mal gucken, ob das Gesicht euch wirklich gut zeigen kann. Ach, die Glocke schon wieder. Ich finde, der sieht schon sehr... Puh. Also der sieht schon ein bisschen abgeranzt aus. Gut, er ist aber auch schon alt in den Filmen, ja. Wobei, er ist ja nur konserviert. Er ist ja nicht wirklich so alt, ja. So, jetzt muss ich mal kurz reingucken, weil hier ist noch einmal Riesiges drin, ne? Und, okay, das ist mal was anderes. Es gab zwar schon viele Puzzle, aber so eins noch nicht. Jetzt geh doch weg hier. So eins hier noch nicht. Okay, was haben wir hier? Was soll das sein? Das ist irgendwas, was das Hubble-Teleskop aufgenommen hat. Jetzt frage mich aber nicht genau, was es da aufgenommen hat. Also irgendeine Galaxie bestimmt oder sowas, aber ich habe keine Ahnung. Ich finde sowas sau interessant, gucke mir das auch gerne an als Dokumentation, aber ich merke mir nichts von dem ganzen Kram. Aber ganz ehrlich, das hier werde ich nicht puzzeln. Ich bin absolut kein Puzzle-Freund. Ich bin da wie Alf. Wer kennt noch Alf? Ich weiß noch, dass der William, ja, siehst du, ne, der Vater da, hat ihm ein Puzzle gegeben, weil Alf langweilig war oder so. Und hat Alf dann gemeint, warum er das denn machen sollte. Das ist ja kaputt. Ja? Hat dann der ihm erklärt, ja, das muss auch kaputt sein, damit man es wieder aufbaut. Und Alf hat dann gefragt, ja, warum? Ich habe es doch nicht kaputt gemacht. Und so bin ich auch, ja? Bevor ich das hier puzzle, kaufe ich mir das als Poster. Ganz ehrlich. Ja? Und beim manchen Dingern ist auch noch ein Poster dabei. Ich würde das Poster aufhängen und das Puzzle einfach weglassen. Sorry. Ich finde Puzzeln, es gibt kaum eine langweiligere. Ich würde mich lieber nackig auf den Bauch legen und versuchen, mit dem nackten Arsch Mücken zu fangen, bevor ich puzzle. Also ganz ehrlich. Also, nee. Puzzle ist überhaupt nichts. Ich habe schon wieder jemand runtergeschmissen. Ah, da war aber nichts. Nichts Schlimmes, da war nur Müll, der hinten noch rumliegt. So, mal gucken, aber hier ist noch was drin, was unter dem Puzzle war. Ein einziger, das sieht nach Harry Potter aus, Untersetzer. Gut, den kann man dann hier fürs Glas nehmen. Und den, da der aus Pappe ist, der Untersetzer, nimmt man den auch nur ein einziges Mal. Danach ist er, versaut. Guck, hier sind noch ein paar Sachen drin. Hier ist noch irgendein Sonderedition. The World of Vikings. Okay. Irgendein Buch. Ach mal, da geht's sogar wirklich um die Serie Vikings. Habe ich mal angefangen und aus Gründen, die ich selber nicht kenne, nicht zu Ende geguckt. Obwohl das eigentlich so richtig so... Das ist eigentlich so ein Thema. Das finde ich sehr interessant. So, dann haben wir hier noch das Spoiler-Heftchen. Ja, wir sind immer noch fertig. Dann haben wir hier noch... Na gut, werde ich jetzt nicht benutzen. Das ist ein Mauspad. Warum werde ich das nicht benutzen? Erstmal, ich fand die Hitman-Spiele allesamt nicht gut. Das war nie meins. Den Film fand ich auch doof. Und außerdem, größte Aber an der ganzen Sache ist, ich habe so ein großes, sogar so großes Mauspad von World of Warcraft, von der Allianz, habe ich mal geschenkt bekommen in so einem wirklich riesigen Fanpaket. Ich tue es am Ende vom Video verlinken, da kommen immer so zwei Videos, die euch vorgeschlagen werden. Da könnt ihr dann euch mal dann das angucken. Das war ein Hammer-Fanpaket, das war unglaublich, was da alles drin war. Vor allem, wie viel Mühe da reingesetzt wurde. Da war auch so wie so ein Spoiler-Buch dabei. Das habe ich immer noch. Das steht hinten bei mir, wo mein ganzer anderer Kram steht. Und da steht es halt dann mit dabei. Und das werde ich auch in Ehren halten für immer und ewig. So, jetzt gucken wir erstmal in dieses Spoiler-Häftchen rein, bevor wir über andere Spoiler-Häftchen reden. Also, da haben wir einmal das Puzzle, da ist auch noch ein anderes gegeben. Also, hier sind zumindest zwei halt abgebildet.
Dann der Bierkrug Durins Humpen. Durch Durins Tor, hieß das, okay. Von Moria kommen die Gefährten in der Herr der Ringe bekanntlich nur, wenn sie ein bestimmtes Wort in der elbischen Sprache aussprechen. Der Bierhumpen ist schon wesentlich einfacher zu bedienen. Oh mein Gott. Man füllt ihn einfach mit zwergischen oder menschlichen Gaumenfreuden und beginnt zu trinken wie in den Hallen von Khazad-dûm zu seinen besten Zeiten. Ganz ehrlich, ich finde das geil. Mir gefällt das, ein Humpen. Ich habe auch noch einen Humpen, der ist auch von Herr der Ringe. Hier vom tänzelnden Pony, von dieser Kneipe da, von dem Pub. Das ist, genau daher ist er. Und tut die Dinger nie in die Spülmaschine. Habe ich nicht gemacht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dann hier da vorne, dass dieser Aufdruck, dass der dann etwas verschwindet. Und das wäre wirklich schade, weil da habt ihr halt nur ein Glashumpen und wer will das schon. Mein Dr. Who Schlüsselanhänger aus Metall, der hat es halt viele gegeben. Da ich das halt nie gesehen habe, ich erkenne auch die TARDIS und keine Ahnung, was der Rest ist. Dann das T-Shirt, was haben wir denn hier noch? Eine Captain America Sammelfigur, also da gab es dann offensichtlich auch dann nur die Captain America Figur, ne, sei es halt drum. Das World of Vikings Magazin, das kostet 5 Euro. Ganz ehrlich, bei so Sachen, ich denke zwar jetzt eben gerade, es ist ganz cool, dass er weiß, aber für 5 Euro hätte ich lieber was anderes gehabt. Also sorry, ne, das ist jetzt irgendwie, guckst du an, schmeißt du weg. Ne? So, dann haben wir hier noch den Tisch-Quidditch-Bierdeckel, Hitman-Mauspad, die Blow-Pop-Bursting-Berries, also dieser komische Lutscher, und der Aufkleber Science Doesn't Care. Okay, das war alles dabei. Es gibt ja auch immer, wie heißt er denn der Nummer? Ein Upgrade in den Dingern, die muss man, also muss man aber halt extra dann dazu bestellen. Diesen Monat wäre das Upgrade gewesen, was von Fallout. Hat ein Fallout-Pin gegeben und 2 Fallout-Tassen. Ja, Gott sei Dank habe ich das nicht bestellt. Nächstes Mal ist das Upgrade Spider-Man. Werde ich mir auch nicht holen. Ich glaube, ich habe mir einmal ein Upgrade geholt. Das war, glaube ich, von Rick und Morty. War das so? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das war es aber auch. Ich glaube, sonst hatte ich nie ein Upgrade. Ja, das war auch die ganze Box. Solide, oder? Also ich fand gestern die Loot Chest besser. Ich fand sogar gestern das T-Shirt von der Loot Chest besser. Obwohl es grau ist, war der Aufdruck für mich aber cooler als jetzt dieser hier. Ja? Alles Geschmackssache. Es ist wie immer, es ist wie bei jeder Box. Ich kann das nur für mich beurteilen, ob die gut oder schlecht ist. Ja? Es gibt bestimmt Leute, die sagen, hier war nur Schrott drin, wie gestern bei der Loot Chest. Dann gibt es andere Leute, die sagen, hammergeil, was hier drin war, mir gefällt alles. So, und in dem Rahmen, da bewegt man sich halt. Ja? Ganz einfache Sache. Und ich sage es immer wieder, wenn ihr nur das haben wollt, was euch gefällt, kauft euch keine Überraschungsbox, sondern nehmt das Geld und geht irgendwo hin und sagt, hier, das da will ich. Hier ist mein Geld. Fertig. Ja? Mit einer Überraschungsbox muss man auch immer dann damit rechnen, dass man auch enttäuscht wird. Das ist wie mit Geburtstagsgeschenken, wenn man den Leuten nicht sagt, was man haben will. Ganz einfach. Dann kriegt man entweder Gutscheine von Amazon oder Geld, was ja auch cool ist. Oder manche denken dann, hey, ich bin ganz kreativ und schenke dann einem was, was aber kacke ist. Was, aber, ich will es jetzt nur mal gerade sagen, bei mir noch nie vorgekommen ist. Ich habe noch niemals von irgendwem ein Geschenk bekommen, was ich kacke fand. Wirklich nicht, ja. Ganz im Gegenteil, da waren sogar Geschenke dabei, wo ich dachte, oh mein Gott, ist das geil, ja. Aber noch nie was, bei dem ich sagte, das ist kacke. Das will ich kurz sagen. Ihr müsst das jetzt gucken. Fertig. Zu meinem 30. Geburtstag, ich meine, das ist 36. Da war ich mit Freunden essen. Und damals habe ich auch schon Boxen hier ausgepackt. Und die Box habe ich auch noch, auch wenn es mittlerweile ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die haben mir eine selbstgemachte Lootbox geschenkt. Wo wirklich, tut mir leid, ich weiß jetzt nach 6 Jahren nicht mehr, was da alles drin war. Aber halt dann ganz viele. Ganz viel Kram halt drin war. Wie so eine Lootbox halt, ja? Nur mit Sachen, von denen die wussten, hey, das mag der Flo. Das findet der cool. Und das war so eine kreative und geile Idee. Und das war bisher als gesamtes Paket gesehen das coolste Geschenk, was ich jemals hatte, ja? Die anderen Sachen, die waren
auch toll, die ich so kriege. Ich habe jetzt von meiner Schwester so einen großen Krug bekommen als Plüschding. Auch geil. Ich finde halt auch lustig, der sitzt auch bei mir auf dem Sofa, nimmt so viel Platz ein, ist auch vollkommen egal. Auch cool, aber weißt du, dieses, ey, der hat da was er gerne macht und auch online stellt. Wir machen das jetzt auch als Überraschungsgeschenk-Box-Ding, ja? Fand ich super. Ja, richtig toll. Ist die Sushi, wie gestern in Erinnerung schwelgen. Schöne Woche. Ganz toll. Finde ich toll. Klasse. Außer, dass alles an meinem Motorrad was kaputt gegangen ist. Aber nur optisch, ja? Also, das ist ein bisschen Folie. Ist egal, ja? Ich dachte, ich habe noch Platz. Hatte keinen Platz. Also, jetzt nicht, ich bin jetzt nirgendwo... Ich erkläre es. Ich hab neue Koffer an meinem Motorrad dran. Und die habe ich folieren lassen. So, natürlich wie der Rest vom Motorrad. Könnt ihr auf Instagram sehen. Jetzt habe ich auch einen seitlichen Kennzeichenhalter. Und ich war der festen Überzeugung, da ist Platz. Ja? Ich habe sogar meinen Vater, der wesentlich schwerer ist als ich, da draußen sitzen lassen. Und der hat dann da rumgewackelt. Und das Ding ist wirklich weit, weit reingegangen. Ich so, da ist Platz. Das reicht locker. Jetzt war ich vor zwei, drei Tagen, habe ich ein kleines Türchen gemacht. Und habe schon bei einer Pause gesehen, oh shit. Irgendwie sind die Koffer an den Halter geknallt von dem Motorrad. Von dem Kennzeichenhalter. Weil der ist halt der Arm. Dann geht dann da diese Platte dann dahin, wo dann halt das Kennzeichen dran ist. Und dann ist da mal so eine Strebe, die so quer läuft. Und an der Strebe, die ist zwar sehr, sehr dünn, aber genau da ist halt da der Koffer gegengekommen. Irgendwie dann doch so weit halt nach unten geschlagen, dass der dann halt dann dagegen ist. Ich dachte eigentlich, dass das geht gar nicht. Offensichtlich doch. Und dann habe ich jetzt halt vom Koffer ist halt ein bisschen was von der arschteuren Folierung kaputt gegangen. Lass das halt im Winter irgendwann halt machen. So, jetzt habe ich halt da eine neue Halterung gebastelt, damit das halt nicht mehr so quer, sondern nur ums Eck geht. Ist egal, ja? Wie kam ich darauf? Genau, weil die Woche toll war, bis auf die eine Sache. So, ja, das war es aber auch. Ich will eure Zeit nicht zu weit beanspruchen. Guckt euch gleich noch bitte das Video an von dem Fanpaket und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Macht's gut. Tschüss.